sagt euch der Schröder und begrüßt euch hiermit herzlich zu den Buddy News. Oh, von mir einen recht schönen guten Tag hier aus der Lübecker Sonne. Und wir berichten heute davon, dass wir den Frühling gesucht haben. Wie unschwer zu erkennen ist, haben wir zumindest dann und wann ein bisschen Sonne gefunden. Das ist ja so mal was. Nichtsdestotrotz haben wir uns auch mal rangemacht, die ganzen Stöcker vom letzten Jahr noch ordentlich durchzuschreddern, damit die, naja, damit sie halt weg sind. Ihr wisst schon. So, ja, unser Nachwuchs, der kleine Woodstock, da sieht er, hat ordentlich mitgeschreddert. Schönen Dank auch. Denn haben wir noch mehr Nachwuchs gekriegt? Was, Freddy? Wir haben jetzt auch eine Kröte. Ja, das haben wir. Da liegt sie, unsere kleine Kröte. Und wegen die Kröte sind wir jetzt auch in Krötenzeit. Das bedeutet, dass das Bullirohr vorerst geschlossen ist. So für ca. 11 Monate. Genau, weil in dieser Zeit müssen wir uns um die Kröte kümmern und Krötenwanderung machen und so. Und nebenbei noch ein bisschen, naja, so Sachen, die Präsidenten von der Welt halt so machen. So, sowas da. Seht ihr? Und was macht so ein Präsident von der Welt, solange es mal ausgewitzt? Siehst du doch, ich kümmere mich um die wichtigen Sachen im Leben eines Bullis. Du solltest lieber ein bisschen mehr Sport machen, solange es mal ausgewitzt. So wie Ecke, Kicke, wuhu! Ach, was, Rüdi, Sport ist Mord. Was ist denn bitte hier? Da waren wir doch Dummersdorfer Ufer wieder unterwegs. Ein Baum. Und ihr untersucht den noch nicht mal. Seht ihr, ich bin wieder ganz fleißig. Gucken, gucken. Ah, das sieht was. Gleich mal schnell zurücktreiben. So. Und jetzt, so, genau. Hoppala. Kleines Mausgewitze, bist viel zu langsam. Das finde ich allerdings auch. Was ist denn das hier? Oh, oh. Also ich glaube, ich habe den Frühling. Da ist er. Na, dann ist ja gut, den Woodstock. Mein erster Frühling in Lübeck. Na, das kann ja noch was werden. Dann haben wir noch unsere Spuren im Sand hinterlassen und irgendjemand hat, ich will ja hier keinen ankicken, war Schröder, noch so diverse Sachen geschreddert. Ich war das nicht. Ich war bei Firma Hinze und hab gekickt, ob da auch alles so läuft, wie es soll. Jetzt, wo der Bullirohr geschlossen ist, müssen wir ja doch mal ab und zu kicken gehen, wa? Ich würde sagen, wir genießen die Sonne. Oder auch nicht, weil ich glaube, ich habe da was gehört und deswegen macht Snoopy jetzt die Abmoderation. Macht's gut! Das war ja wieder klar. Die Buddy News wünschen Ihnen noch einen angenehmen sonnigen Tag. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.